So, dann bringen wir mal geschwind noch den Müll raus. Ach, Mensch. Schon wieder die falsche Mülltonne erwischt. Oh, das ist echt Mist, wenn es dunkel ist. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut auf meinem Kanal. Willkommen bei PS Werkstatt. Ihr habt gerade schon im Intro gesehen, ich habe mich mal draußen wieder an der Mülltonne rumgequält im Dunkeln. Ist gar nicht so einfach rauszukriegen, welche Tonne jetzt wo steht. Irgendwie vertauscht man das doch immer wieder und schmeißt den Müll dann letzten Endes in die falsche Tonne. Da soll jetzt Schluss sein. Zumindest im Dunkeln soll da Schluss sein. Da werde ich mich heute an eine Beleuchtung ranmachen. Ihr wisst ja, ich bin Freund von irgendwelchen Illuminationen, Beleuchtungen. Irgendwo habe ich immer im Garten irgendwo was versteckt, ein Lämpchen oder eine indirekte Beleuchtung. Habe ich riesen Spaß dran. Und an den Mülltonnen wollen wir uns das jetzt auch mal anschauen. Dafür habe ich auch schon was eingekauft. Und zwar habe ich das bei dem großen A besorgt. Ihr wisst alle, was ich meine. Ja, hat ungefähr 4-5 Wochen gedauert, bis das da war. Aber dementsprechend, es war halt auch nicht teuer. Und zwar ist das ein Lichtstreifen, LED-Streifen mit einem warmen Licht. Und die Besonderheit an dem Ding ist jetzt hier, da ist ein Bewegungsmelder dabei. Und zwar soll das Ding halt immer angehen, wenn man da vorbeigeht oder wenn man halt was in die Tonne schmeißt. Vorzugsweise kommt man dann ja da vorbei. Und der geht auch nur abends an oder im Dunkeln. Und da erhoffe ich mir halt also ein bisschen, ja ich sag mal Spielerei ist das auf der einen Seite natürlich auch, aber es soll halt ein bisschen Hilfe sein, wenn man abends mal rausgeht, schnell einen Müllbeutel rausschmeißt und dass man nicht davor steht und denkt, Mensch, wo muss ich das jetzt wieder einwerfen? Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, was hier drin ist. Also, was finden wir jetzt hier in der Verpackung? Erstmal eine Kurzanleitung, tun wir mal zur Seite. Dann das Netzteil mit einem Anschlussstecker hier. Hier haben wir den Bewegungsmelder. Hier an der Seite ist ein Stellrad, kann man das sehen? Da kann man praktisch die Schaltzeit, die Schaltdauer mit einstellen. Hier noch so ein kleines Klebepad, ich vermute mal hier, damit wird der Bewegungsmelder festgemacht. Ja, und dann natürlich noch hier das LED-Band als solches. Das ist jetzt ein extra ein wasserfestes. Das hat hier auch noch so eine Silikon-Abdeckung, will ich sagen. Sieht aus, als wäre das irgendwie so vergossen. Das Ganze soll natürlich draußen montiert werden. Und dann ist es natürlich auch von Vorteil, wenn das einen gewissen Feuchteschutz bietet. Ich würde sagen, wir machen mal ganz schnell hier einen Testaufbau. Schauen mal, ob das Ganze auch funktioniert und auch schaltet, so wie wir uns das vorstellen. Und dann bringen wir den Krempel draußen an. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Bewegungsmelder, Stromversorgung und LED-Streifen. Das stöpseln wir jetzt mal zusammen. Mal sehen, was dann passiert. Ob da überhaupt irgendwas passiert. Ja, noch tut sich hier nichts. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, es ist einfach zu hell hier. Wir machen mal das Licht aus. Für den Bewegungsmelder scheinbar doch noch zu hell. Ich decke den mal mit der Hand ab. Ja, das sieht doch schon ganz angenehm aus. Auch die Lichtfarbe gefällt mir, nicht zu kalt oder zu kühl. Das sollte sich eigentlich im Garten gut machen. Dann schaue ich mal, wie ich das Ganze da befestigen kann. So, hier soll das Ganze jetzt also installiert werden und man sieht jetzt auch schon direkt, warum ich hier mehrere Steckdosen installiert habe. Also nicht nur für den Mähroboter. Ich habe mir natürlich direkt Gedanken gemacht, was könnte sonst noch anstehen und das ist halt auch die Beleuchtung hier gewesen. Jetzt müsste ich einen Bewegungsmelder platzieren, am besten so hier oben. Aber ich glaube, ungeachtet dessen, dass ich den so super festmachen kann, ist der vom Abstrahlverhalten wahrscheinlich so besser aufgehoben. Das heißt, das wäre dann die Blickrichtung, aus der man dann kommt. Da müsste ich jetzt einfach noch ein Klötzchen zurechtsägen, wo ich den dran festmachen kann. Ich habe noch ein Reststück Siebdruckplatte gefunden. Das ist sehr schön, weil da kann ich den Sensor mit dem beiliegenden Klebepad sehr schön leicht und einfach aufkleben. Das Sägeblatt habe ich um 20 Grad geneigt, das heißt, ich kann nachher den ganzen Block mit dem Sensor obendrauf um 20 Grad von der Senkrechten neigen.
Ich habe den Sensor jetzt schon mal hier drauf geklebt, weil da zur Hilfenahme des Stromkabels, was ich auch schon eingesteckt habe, möchte ich natürlich sicherstellen, dass das Kabel von der Länge her ausreicht. Das ist nämlich relativ knapp bemessen. Ich würde den jetzt mal so hier irgendwo platzieren. Und unter Zuhilfenahme von zwei Schrauben können wir den jetzt hier mal festmachen. Vielleicht sogar ein bisschen nach innen. Also eher nach innen als nach außen. Er ist dann natürlich auch noch eher wettergeschützt. Aber so machen wir den jetzt einfach mal fest, zumindest mal an einer Schraube. So, vielleicht lasse ich die zweite Schraube einfach mal los, sodass ich den immer noch so ein bisschen hier im Winkel drehen kann, je nach Empfindlichkeit, die ich nachher brauche. Und dann kann ich wohl auch direkt dazu übergehen, das LED-Band zu befestigen. Ich rolle mal ein Stück nur ab und dann schaue ich mal, dass ich vielleicht das Kabel auch hier hinterher ziehe. So, kann das dann hier hinten einstecken. Irgendwie noch gucken, dass ich das mit einem Kabelbinder oder so festmache. Dann würden wir das jetzt hier festkleben. Ich hoffe, das geht auch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das hält. So würden wir das festmachen, genau. Vielleicht eher hier vorne. Dann sollte ich vielleicht erstmal hier einen Strich ziehen, damit das auch schön parallel zur Außenkante verlegt wird. Okay, ich hole mal gerade ein Streichmaß. Das Streichmaß habe ich jetzt auf 30 mm eingestellt. So, also 30 mm von der Vorderkante werden wir das Band aufkleben. Ja Leute, ich habe den Sensor jetzt nochmal losgemacht und um 180 Grad gedreht, sodass ich den Stromanschluss auf der rechten Seite habe. Hier komme ich jetzt auch einfach an das Potentiometer unten dran und zudem komme ich mit dem LED-Streifen jetzt von links rein. Das ist mir von der Befestigung einfacher hier. Das werde ich jetzt gucken, dass ich hier oben noch ein bisschen dran tüttel und dann ist gut. Damit ist die Installation abgeschlossen. Jetzt warten wir mal auf die etwas dunkle Tageszeit. Und dann schauen wir uns das mal im Ergebnis an. Aha. Na, das ist doch schon viel besser. Prima. Eigentlich schnell und ratzfatz gemacht, wenn man weiß, was man vorhat und wie man es machen will. Das ist eigentlich immer so die Frage, die vorher ja schon im Raum steht. Ich werde euch das Ding in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr sonstige Fragen habt, zögert nicht, mich anzuschreiben. Entweder hier direkt unter dem Video oder auch bei Instagram, bei Facebook, was weiß ich. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis dahin sage ich, bleibt gesund. Schönen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.